Oh, da bin ich. Hab mir ganz schnell noch einen Tee gemacht. Ich ein bisschen noch was zu trinken habe, außer Wasser. So. So, was machen wir denn jetzt heute? Bevor es wieder ins Ödland geht, also das ist ja wirklich schon Ödland hier, würde ich gerne. Naja, muss ich da nochmal den Scheiß machen? Und dann will ich noch zu der Siedlung hier rüber gehen. Um zu gucken, was da so abgeht. Bevor wir das Leuchten im Meer weiter verfolgen. Ja, die können wir auch abgeben teilweise. Probieren wir das mal aus. So, dafür brauchen wir keine Power-Rüstung. Muss mal nachgucken, ob ich alles anhab. Nicht, dass ich irgendwas aus hab. Ah, Helm ist natürlich nicht episch. Ja, sieht alles okay aus. Ich kann ja alles nochmal hier. Jetzt glaube ich nicht verstärken, ist ja schon zu Ende. Das ist das Allerbeste, was ich bekommen konnte. Das Best heißt Feuer und so. Blei verkleidet wäre natürlich besser gewesen. Was ist das? Ah, das ist auch nice. Ich habe zurzeit gegen. Aber das gegen mit den Camps ist ja noch besser. Machen wir mal. Ich glaube, das ist das Stärkste, was es gibt. Ultra leicht. Bonus, ja, das ist okay. Ah, ist okay. Und dann noch unsere Schultern. Besser gibt's leider nicht. Ist es zurzeit gedämpft? Achso, das ist das letzte. Wird wahrscheinlich richtig sein. Wahrscheinlich ja wieder eine Modifikation drin. Ich wusste es. Weg damit. Platz ist okay. Dann latschen wir rüber. Muss ja alles nachgucken, bevor man losgeht, weil dann hat man ein Problem. Die Mucke ist ein bisschen zu laut hier. Ja, so 15. Mr. Handy, the Christmas Pool. So. Bald ein. Ne, bald 52 sogar. Aber das war gestern Abend oder gestern Nacht ein Ritt in die verstrahlte Zone. Das war ja der. Das war ja der Hammer. So, was gibt's Wir denn? könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich bin nicht die Zahnfee. Sag mal einfach, was ich machen soll, damit ich wieder verschwinden kann. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen Ihr habt nicht da geben fünf können, Türme was sie stehen. wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Noch mehr Raider, auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. Alter, ihr habt ja fünf Türme. Zwei hier, zwei da und irgendwo steht da hinten noch einer oder da. Und die klauen eure Vorräte. Und ich muss wieder da hinten hin, da wo diese Fackeldudes sind. Ach Mensch.
Ah, da oben ist schon mal einer. Mal markieren. Hier ist niemand. Doch, 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 da. Was war das? Da. Da ist kein Raider. Oder doch, aber. Nehmen wir mal die Gauser. Kann ich sie besser aufladen? Ja. Läuft, ne? Kurz mal ins Handy ran. So, weiter geht's. Irgendjemand hat uns verpfiffen. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Was ist denn der? Da. Klar, dann kommt der auch noch hier hin. Alter, das kann nicht sein. So schieße ich den kaputt. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Okay. Das hat ja schon mal geklappt. Den Gauser. Da kann ich nicht durchschießen. Das sag ich doch. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Aber da. Irgendwas verfolgt uns. Hab ich dich. Das sollten wir öfter mal machen. Das Gauser-Ding haut jedenfalls bei den Typen ziemlich gut rein. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss trotzdem da rein, das ist so ein Scheiß. Mal gucken mit der, mit dem Laser. Warte, ah, der Laser bringt es nicht. Den Gauser kann man wenigstens aufladen. Oh. Da brauchte ich auch zwei Schuss. Da gibt's nix. So ein Sternchen-Gauser wäre nicht schlecht, ne? Bringt bestimmt was. Na, wo bist du denn jetzt? Oh. Ich hab's schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen?
meine Güte. Ah, ist auf jeden Fall eine Scheiße hier. Fuck. Fucking Werfer immer. Diese Kackknarre. Was hat denn so einer? Was ist denn der? Sein. Werden wir verfolgt? Da. Da drüben. Auf sie. Also das war ja leicht. Sagt alles unter 100. Da oben müssen wir hin. Ja, hochspringen kann ich bestimmt nicht. Ah, fuck, was war das? Voll ins Feuer reingerannt. Ja, man kann da nicht anders hoch als durch die Scheiße hier. Also denke ich jedenfalls. Jo. Ich schwöre, da dein Arsch gehört mir. Findet sie und tötet sie. Ach Gott. Hörst du den netten Versuch, Arschloch? Das kann ich auch. Ja. Man kann nicht so weit schießen. Problem. Muss irgendwo noch einer woanders sein. Hey. Ja? Ich erwische, bist du tot. Ja, ist klar. Ja, shit, falsch. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Ah, das war doch. Das war ja schon hier, das war ja offen. Wieso ist das jetzt wieder zu? Ah, oh, Mann, ey. Ein Treffer. Nein.
Nein. Nein. Geschafft. Ja. Keine Lust hier durch die Gegend. Was zum Teufel war das? Irgendwie Zeug zu suchen. Oh, das Aluminium hier nicht mit. Das ist doch scheiße. Voll scheiße. Dass ich noch gegen euch hier alle kämpfen muss. Das ist ultra kacke. Ist da irgendwie. Muss irgendwo eine Tür nach oben sein. Hier ist irgendwie falsch, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich einfach nochmal hoch. Ja, das wird. Das ist aber ein anderer Weg nur. Das ist der lange Weg rüber. So doof, ey. Roboter. Da ist nichts mehr. Ah, eine Coca-Cola. Nehme ich gern. Ah, ist blöd. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Da oben könnte es sein. Oh, Scheiße! Das war's. Mich doch hier nicht aufhalten lassen. Ja, die Frage ist jetzt dahin? Wahrscheinlich. So sieht's aus, da vorne ist richtig. Das ist anscheinend richtig. Hoffe ich. Hm. Ach, ich muss den killen. Ach scheiße, ich hab keine Munition mehr. Ach Mann, die Flammenwerfer geschnappt. Nice. Raider-Rüstung brauche ich nicht mehr. Das ist auch nicht wert. So, Raider-Rüstung. Bist du tot? Das ist alles gut. Nichts wert. Was war mit der Tussi? Den kann man bestimmt gut verkaufen in Napalm. Gibt es keinen Ausweg. Nein, leider nicht. Wir müssen komplett. Oder gab es hier mal einen Weg nach draußen wieder? Nein. Es klingelt. Ich muss kurz weg.
So. Post. Das war Post. Kommen wir jetzt weiter. Da müssen wir tatsächlich den Weg zu der Klatsche. Ne, das ist ja so geil. Man wiederholt praktisch die ganzen Quests mit diesen Rückkehrrädern und all so ein Gedöns, aber zum Glück ist ja hier der Ausgang. Da kann man sich ja noch porten, obwohl porten ist auch blöd, dann lädt es auch wieder 1000 Jahre. Wenn das tatsächlich der Ausgang ist. Ah, Stern der Commonwealth. Springe ich einfach runter. Ja. Ist mir voll egal, ich springe da runter jetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich das überlebe. Muss es doch einen anderen Weg geben. Zum Springen. War schön mit dir den Boden aufzuwischen. Okay. Das ist nichts wert. Genau, aber. Uah! Verdammte Scheiße! Na, auch gut. Ich hab mir zwar die Beine getroffen, wahrscheinlich oder sowas, aber naja. Was haben wir denn hier? Wird Leben der Ziele, okay. So, wird also wieder besser. Oh, es wurde rot. Ist da hier nicht immer der Doktor? Das ist ganz gut, dann kann ich. Hey, hier Doc. Gehen. Doc Weathers biegt sämtliche Verletzungen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Hast du? Ich glaube, ich hab das. Gut. Fertig. Hast du noch andere Probleme? Das war's. Dann ab mit dir. Das war's doch. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Zweites Mal schon, mein Freund. Zweites Mal schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich zum Dummkopf. Ja, wusste ich's. Burg. Eigentlich könnte man von der Burg gerade nach Süden rüberschwimmen. Zu diesem Posten da. Aber da wird man wahrscheinlich total verstrahlt. Bitte. Ihr hört Radio Freedom. Schlafen, ne? Hallo. Wir haben soeben einen Hilferuf in einer unserer Siedlungen erhalten. Sämtliche Minutemen in der Gegend werden um Unterstützung gebeten. Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran. Hey, du. Kann ich was für dich tun? Nein, hab ich nicht. Oh, jetzt haben wir hier. Ebenezer Farm. Data, Werkstatt, Ebenezer Farm, mal anzeigen. Ach, Leute, Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf. D-
Das ist doch Kacke, Leute, ey. Das ist doch Kacke. Oh. Ich will nur ein bisschen handeln. Wieso handeln? Mr. Abernathy? Ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Es gibt keinen Raider, der noch am Leben ist und mir Probleme macht. Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Servus, wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier. Stress mit den ganzen hier Siedlungen-Dingern hier. Kack. Farm hier, Farm da. Ich will lieber was anderes machen, aber naja. Ich mach das lieber. Keine Sorge. Danke. Fertig, damit die. Landei. Damit die mich hier in Ruhe lassen, ja. Schnell platt machen. Jetzt muss ich da drüber latschen. Ah, ich komme mal zu dem hier. Das müsste ungefähr da sein. Und dann immer wieder Ladezeiten. Oh. Dann wollte ich noch runter zu einer anderen Siedlung. Gegend erforschen. Ah. Schauen wir mal. Die Drecksfliege. Oh. Wie fehlt da die noch? Da ist irgendwo noch einer. Irgendjemand oder irgendwas spielt das. Das zieht doch drauf. So. Ach, kack, egal. Scheiß auf die Fliege. Ja, ja. Richtig. So. Das ist doch diese blöde. Aber das mit den Siedlungen hätten sie ins Online-Spiel einbauen können, wenn schon. Wenn es ein Fallout Online geben wird. War hier als Single oder Player-Scheiß. Ist das jetzt am Anfang zwar geil und danach wird's nervig. Aber jetzt sag ich, ich muss da runter. Ganz runter. Oh nee. Du Drecksvieh. Jetzt hab ich das Ding geladen. Ah, Moment. Ist zu weit. Hat's nicht mal gespürt. Das ist ein Raider hier. Da ist nichts mehr. Hier, jetzt hilft den Affen Dingsbums. Ja. Ey, das kann nicht sein. Ich glaube, der ist durch. Was denn? Ja, oder so. Korb ist auch dann okay, klar. Aber es gab ja vor ein paar Jahren halt das Fallout Online. Beta-Ding und das haben sie komplett ja wegen irgendwelche Rechtsstreitigkeiten dann gecancelt, was scheiße schade war, ich ein Beta-Key gekriegt habe und dann gab es da keine Server mehr. Das war nicht so toll. Obwohl die Stimpacks und so kann ich ja mitnehmen. Aber das ist, glaube ich, Bullshit. Das Spiel hat echt ein Online-Potenzial, finde ich aber. Immer als Singleplayer zu machen. Oder Solo. Bisschen doof. Wie, du bist blind? Dumme Quest muss ich auch noch machen. Also keine Lust darunter.
Weiß ich gar nicht mehr, wo es nochmal weiterging. Ja, da. Darüber, dann da ist ein Fahrstuhl, glaube ich, oder so. Weiter, hört auf zu schießen. Was schießt denn da? Ein Hund ist an mir vorbeigelaufen. Wahnsinn. Gepanzert bis zum Geht nicht mehr. Dazu sind zweistellig. Okay. Ja, das. Jede Meinung ist wichtig. Oder so. Na, komm. Ist mir egal. So, haut rein hier weg. Oder woanders hin hier. Oh. Ja, ich hab ihn getötet. Wollte eigentlich reichen, ins Gesicht schießen. Oh, Level up! Immer noch nicht sterben. Mit so nah Granaten. Scheiße, ey. Ah, es dauert ein bisschen. Fertig! Cool. Schießt die da? Verdammte Scheiße. Aber ich bin durch. Glaube ich. Das war doch schon richtig. Ja, toll, cool. So. Bevor ich darüber gehe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist das hier, ne? Ach, Mensch. Bevor ich die Quest abgebe, erstmal die Hilfe. Die gehen meistens immer als erstes im Arsch. Da habe ich so viele Türme, ich kriege euch. Alter! Wo stehen, ey? Boah, da komme ich nicht hinterher. Oh, das ist ein Totenkopf! Alter!
Was geht hier ab? Wieso sind die Totenköpfe? Wieso sind das so viele? Und wieso liegst du hier rum? Oh Mann. Geh drüben. Oh nein! Ihr sollt hier ein bisschen mehr Türme machen. Ach du Scheiße. Oh nein. Dieses Mal weiß ich Bescheid, mehr Türme. Ja. Boah, das ist ja eine Invasion hier. Von Aliens. Oh. Mehr Türme einbauen. Ich baue da jetzt irgendwann jetzt einen Generator ein und Türme. Noch mehr Türme. Dann so ein Raketenwerfer-Türme. Die Frage ist, war die Quest jetzt schon durch? Hat er das gespeichert gehabt? Ja, hat er. Alter, vielleicht sollten wir die andere erstmal machen. Somerville Place, Country Course, vielleicht zuerst. Ja, die vielleicht zuerst. Egal, gucken wir mal. Und dann gehen wir rüber. Dass wir einziehen, das ist völlig Alter. Das Ding, ey, oh Mann, ey. Ich habe da so viele Dinge hingebaut und trotzdem. Heftig. Mal Laserdinger und so mal hinbauen. Heavy Metal. Oben irgendwie drei Generatoren hin. Fetten Generatoren, alle. Raketenwerfer. Was zum. Sollte das nicht so schlimm sein. Auch Zockgranate. Ich finde das nicht so knallhart gepanzert, weil die Dinger fett gesammelt. Weiß ich noch welche? Ich glaube, die Gunner melden mich eigentlich. Lauf nur nicht! Wieso todessüchtig gesehen? Ah, okay. Läuft. Dann fehlt nur noch dieses Sommerding, ne? Da muss ich echt aufpassen. Was mache ich denn hier? Jetzt geht's wieder los. Ich glaube, ich gehe nach oben und schieße mit dem Gauser drauf. Er hat ja sonst keinen Sinn. Alter. Was zur Hölle? Zurück in die Hölle. Scheiß Beine kann ich auch nicht wegschießen. Was bist du denn, Alter? Lieutenant. Oh, der schießt auch mit mir. Oh, was ist da rein? Was ist denn los? Die Granate an. Was, wo denn? Was zum Teufel?
Was hast du geschrieben? Das U-Boot gefunden? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich erinnere mich nicht. An jemals ein U-Boot. Alter. Was macht der denn hier? Schnapp dir eine Waffe und kämpf. Ich glaube nicht. Also das U-Boot ist, glaube ich, nicht. Keine Granaten mehr? Scheiße. Komm. Oh, jetzt kam das Ding im Weg. Schieß! Wieso schießt denn der Turm da oben mit? Schnell weg! Ach, der ist kaputt. Ah, wartet. Ah, ich habe ja keine Granaten. Ich weiß, dass ich vorhin erschossen werde, aber ich kann ja auch nichts machen. Alter, was ist denn da hinten? So ein Maschinengewehr-Ding. Helf ihm doch mal! Dinge auch. Ich muss mir auf jeden Fall hier so einen Raketenwerfer so zusammenbasteln. Das wäre das nächste, was ich mache, glaube ich. Jawohl. Jetzt ist nur noch ein Krieg übrig da hinten. Ich glaube, der Turm funktioniert noch. Der brennt nämlich nicht. Er ist auch im Arsch. Danke, das habe ich gebraucht. Komm, steh auf. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Das wird ein Spaziergang. Hey, wieso? Wie sieht er das Geschützturm an? Das war der nicht. Das war der doch gar nicht. Das sind noch zwei. Kommen ja als paar DLCs, habe ich auch gestern schon erwähnt. Das ist der Totenkopf. Die werden richtig cool, falls du es gesehen hast. Da ist doch noch einer. Kommt schon, ihr dreckigen Schweine! Kommt her! Scheiße, dass ich brenne. Habe ich nicht vielleicht ein paar Mol. Habe ich Favoriten. Jawohl, das sieht schon mal besser aus. Wenn ich das andere noch treffe. Dann sieht es ganz
So sieht sie aus. Ja. Puh, so das U-Boot, ich glaube nicht. Ich bin nicht mal mit der Hauptstory durch. Ich habe, wie gesagt, ganz, ganz langsam das Spiel gespielt und erstmal alle Nebenquests gezockt. Siedlungen, all den Gedöns. Deswegen ist noch nicht durch das Spiel. So, was wollte ich denn jetzt hier nehmen? Ich bin gerade erst beim leuchtenden Meer gelandet gestern. Hab nur die Atomfriedsen besucht und dann haben sie gesagt, dass er woanders ist in der Höhle und da bin ich noch, auch noch nicht hingegangen. So. Das wollte ich später noch machen. Aber die ganzen Dinger hier kommen immer dazwischen. Ich mach das immer ziemlich chillig. Wo habe ich denn jetzt dieses. Ja. Das reicht. Mein Mongo zu erreichen, ja. Wo ist die denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, ob. Na, die Türme könnte ich reparieren, klar. Wo ist die jetzt hin? Ach, da ist sie. Hey. Brauchst du was? Ja, ja, du sollst ein paar Sachen nehmen. Oh, schon Schluck auf. Bald muss ich hier die ganze Kacke hier warm mitlegen, ne? Ach, kann ich nicht tragen, ey. Oh, die Dinger auch nicht mehr. Ja, das wird knapp alles. Wenn wir hier die ganze Kacke hier noch einsammeln. Dann wird's bitter. Dosen nehme ich jetzt nicht mit. Da ist alles über 100, das ist blöd. Die habe ich ja gelootet. Ah, ich dachte, sowieso hier lang. Da hinten war auch noch was. Da vorne irgendwo waren noch ein paar Leute. Die verstorben sind, wenn ich mich nicht irre. Alkohol trinken, wenn ich Alkohol habe, oder so ein. Ja! Hauptsache, ich kann was nehmen. Zeig bei euch auf, wie die Sau. War nicht hier irgendwo noch welche? Innen drin waren auf jeden Fall noch welche. Jetzt sagt mir, die Siedler sind jetzt auch tot. Wieso wird das so kurz? Ich habe null Siedler hier. Ach, das ist doch kacke. Alter, verreckt. Das war hart. Auf jeden Fall. Ach, shit.
ich drück doch den Knopf. Okay, was ist denn los jetzt? So, Schrott. Lass die Dinger einfach jetzt mal hier. Ja, die verkaufe ich jetzt auch nicht, sondern mache ich auseinander am besten. Was halt. Ist die etwas billiger dann. So, die Frage ist natürlich, was brauchen wir alles für die Charaktere? Energie ist klar. Zahnrad, Öl, Schaltkreise. Schön Raketenturm. Schaltkreise, Glas. Schaltkreise, Optik, Material, Kristall, einfach alles. Ich glaube, ich shoppe mir das auch. Oder ich mache, ah, das funktioniert ja irgendwie nicht. Energie. Erstmal so einen Riesengenerator brauchen wir. Zahnrad, Kopf, Aluminium, Generator. Wir bewegen uns einfach erstmal rüber. Ja, ich bin voll auf Crack. Das ist natürlich schlecht, dass da jetzt niemand ist. Das ist schlecht. Türme müssen auch noch repariert werden. Ja. Was ist eigentlich mit dem U-Boot, dass du ja das fragst? Ist das ein Spoiler? Wenn Spoiler, dann nicht. Dann nicht sagen. Wenn das halt so eine Nebenquest-Ding ist, dann ist, glaube ich, nicht so wild. Hey. Ja? Hey. Eigentlich sollten wir so viel wie möglich mitnehmen, aber du siehst schon ziemlich bepackt aus. So, jetzt lasse ich aber ein paar Dinger jetzt hier. Scouser habe ich noch zwei, das kann man noch mitnehmen. Ja. Nein. Das Plasma. Was ich jetzt da? Kampflinte. 44er benutze ich ja fast gar nicht mehr. Müsste ich aber, weil ich viele Patronen habe. Die wollte ich alle verkaufen. Ah, die packe ich zum Verkauf in die Dose. Flammenwerfer. Sturmgewehre. So. Also jetzt nicht unbedingt.
Ich überlege, ob ich noch ein paar Waffen hier wegschmeißen soll. Hä, wie sag ich? Achso. Ja, das könnte man auch hier weghauen. Weg damit. Schon sehr viele Waffen, also. So. Ist die Verkäuferin da jetzt hier? Was machen die denn da? Was macht er jetzt? Heftig. Ja. Nein. So, die alle sind am Pennen. Das ist natürlich nicht gut zum Verkauf. Ich glaube, ich nehme hier erstmal alles raus. Ja. Ja, ich weiß. Dann zerlegt die Scheiße. Dann kann ich die einzelnen Sachen alle mitnehmen. Weiß ich gar nicht. Scheiße. Aluminium ist ja so. Die Drüsen muss ich ja, glaube ich, behalten. Klar, ich lass für dich alles stehen und liegen. Geh mal weg. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Sehr freundlich, diese Leute hier, ne? Aluminium weg. Die Drüsen müssen weg. Das kann man auch noch so reinpacken. Ist jetzt das Frostschutzmittel hergekommen? Wieso latscht ihr eigentlich alle hier rum? Was ist mit nur euch los? Es ist Nacht, ihr sollt schlafen. Ne, ey, das kann doch echt nicht sein. Und alle laufen hier rum. Schon wieder. Also manchmal, die ganze Scheiß-KI ist echt für den Arsch. Gleich schön jetzt sortiert mitnehmen. All den Unsinn, den ich nicht brauche. Und ich finde, das mit den Karawanen funktioniert ja überhaupt nicht. Dass man Zugriff auf die anderen Sachen hat. Ich sehe da nichts. Was ist denn dein Problem? Hau ab! Das ist natürlich hier hingetreten. Na, jetzt kann man es nicht mehr. Ein kühles Bier wäre mir zwar lieber, aber das tut's auch. Weg. Da war das alles. Ist hier noch was in der Grafik drin? So, da können wir gucken. Generator. Generatoren. Da brauchen wir Zahnradschrauben, Gummikopf, Aluminium, ja, Digga. Dieses ganze Rumgelaufen. Ah. Oh, was war das jetzt? So.
Tempel. Da brauchen wir eine Menge, glaube ich, von Zahnrädern mindestens. 100. Nein. Stahl eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie viel Stahl ich da habe. Ich kann es wahrscheinlich sowieso nicht dann tragen. Sensormodule, was ich jetzt auch nicht mehr schrauben hier. Ach nein. Denke ich die Hälfte ungefähr. Naja, das ist ungefähr. Schaltkreise. Plastik. Nuklearmaterialien. Kupferbahn, Kupfer. Na, ein bisschen mehr schon. Kristalle, Kork, nein, Knochen auch nicht. Keramik, glaube ich, ein bisschen. Holz müsste genug sein. Gummi. Ist ein bisschen. HSVO haben wir nicht viele. Das ist vielleicht nur ein Laserturm. Aluminium? Wenig Aluminium. Nein, ja, das meinte ich mit. Das macht mich müde. Zahnrad. Müsste ich alles mitgenommen haben. Wenn nicht, dann ja. Stahl. Kristalle, glaube ich, habe ich nicht mitgenommen. Schaltkreise auch nicht. Kristallschaltkreise. Kristalle und Schaltkreise. Dem nächsten der. Toll. Schaltkreise. Haben wir auch nicht viele mehr. Wenn ich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es. Schauen wir mal, was wir damit reißen können hier. Wehtut, wenn du verstehst. Den Turm auch aufsetzen. Hat ja keinen Sinn. Dass ein paar Siedler wenigstens wieder kommen. Hier sind es wieder drei. Die ganzen Kinder sind jetzt tot. Das ist mir scheiße. Ja, die ganzen Kinder sind tot. Was geht ab? Wieso? War denn das jetzt wieder? So. Ein Generator. Ach Mensch. Das da oben ist echt voller Kack. Habt ihr noch. Muss doch möglich sein, den dummen Generator einfach hinzustellen. Meine ich doch. Was der Boden hier ist echt kacke. Ich habe versucht, hier Platten drauf zu tun, aber es ist so ein falsch.
jetzt ja echt nicht laufen. Aber ich krieg den, glaube ich, da nicht runter. Ist zu groß dafür. Wie ist es hier, wenn er passen würde? Guck er nicht. Hier kann ich nicht vorbei. Immer am Runterfallen. Da muss ich irgendwas jetzt tun. Und die Platten wollen ja auch nicht drauf. Hallo. So müsste es gehen. Ja, so geht's. Ist die wieder in Ordnung? Und automatisch. Raketenwerfer. Auf jeden Fall hier hin. Wenn ich einen bauen kann, kann ich. So. Dann haben wir schon mal das. Dich. Eigentlich dann dort wäre gut, aber komme ich nicht hin. Müsste hier solche Dinger hier bauen. Müsste davon noch welche haben oder so, ne? So habe ich die nicht. Habe ich die auseinandergenommen? Da könnte auch noch so ein Turm hin. Oder den hier versetzen. Das ist ja auch ganz cool. So. Ja. Der kann ja hier bleiben. Da mache ich noch einen Laserturm hin. Weil das meiste kommt ja von hier. Ich habe mir schon gedacht, dass ich so einen scheiß Turm bauen muss. Strom. So ein Mast. Das ist so ein Ding. Das ist Kacke. Was sind denn die Masten? Was ist das noch umbauen hier? Das ist besser. Ja. Das ist besser. Nein. Haben wir noch hier für geschützte Dinge? Schrotflintengeschütz.
Na, das bringt ja nichts. Da fehlt uns Aluminium. Das heißt, ich habe nur zwei Türme jetzt hingebaut. Zwei. In diesem Generator. Sonstiges. Das dumme Ding mal hinbauen. Aktiv. Ah, da könnten wir auch einen gebrauchen. Wir haben aber nicht so viel Zeug. Was habe ich denn hier alles? Faseroptik. Ja, okay, Gummi. Ist jetzt auch okay, Keramik ist okay. Kristalle, ja. Kupfer ist auch okay. Ist auch okay. Schaltkreise, nicht so viele. Schrauben ist okay. Stahl ist okay. Zahnräder. Oh, okay, ist okay. Die anderen Dinger nehme ich mit. Du magst altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Die Zeit ist doch schon längst vorbei. Nehme ich alles raus. Nehme ich mal auseinander. Was ist hier? Hier könnten noch ein Laserturm oder so mit sein. Alles auseinander setzt. Damit ich hier ein paar Teile habe. Oh, hier war ja auch noch voll viel. War sowas. Und waren noch ein paar Leichen mehr. Ne, das waren neue Leichen, stimmt. Wasser haben sie drei. Oh, zwei Menschen schon. Wie kommt's? Das ging ja schnell. Hey, ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Ja, tauschen. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Kann ich dir ein bisschen Rüstung geben? Das improvisierte Gewehr, so glaube ich auch. Nein, das bringt ja nichts. Panisch, links, rechts, rein. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Okay. Ah, dann habe ich es automatisch, da ich das immer mache, rausgenommen. Ah, meine Güte. Ah, Info-Gewehr.
Gewohnheit, ne? Ich wollte ihn eigentlich das alles anziehen lassen. Ach, Mensch. Ja, das ist schon besser, ne? Ah, das gebe ich dir nicht. Du hattest so eine schöne Mütze. No. Genau, das ist schon mal gut. Die Brille kann ich dir nicht geben, aber das halt, du kannst ja haben. Ah, das sieht schon mal gut aus. Eigentlich bräuchtest du eine andere Waffe. Diese Impro-Scheiße. Schaden 24. Auch die Impro? 18. Pistole, Zellen, Zellen. Fusionszellen sind das. Ach, ich hasse das. So, der ist schon mal ausgerüstet. Der ist schon mal tot. Wahrscheinlich muss ich noch Betten hinbauen oder so. Keine Ahnung. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ja! So, damit du Oma hier. Was ist das, kein Schaumpreis? So. Das Bein haben wir schon, die Harnisch aber noch nicht. Okay. Linkes Bein. Ja. Linkes Bein. Ja, mehr habe ich ja nicht. So, ah, hier habe ich auch ganz viele. Bewächter. Ah, okay. Boah, hier steht's ja gar nicht. Das ist ein linkes Bein. Linkes Bein. Okay, das wird, glaube ich, besser. Linker Arm. Hat er aber sowieso nicht. Linkes Bein. Robuste Kampfrüstung. Das ist besser als dieses Lederharnisch-Ding. Ah, das sieht ein bisschen besser aus. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Weiß ich nicht. Linker Arm, linkes Bein hat er. Linker Arm hat er.
Aber das ist ja robust. Alles, was robust ist, nehme ich mal. Verstärke. Alles, was ein bisschen besser ist. Oh, das ist ein Stahlding. Besser als die Lederrüstung. Voll auf Bogen, ja. Schlage kann sein, kurz, das bleibt. Ja, also ist hier dieses Gefummel immer, ne? Ah, muss auch mal sein. Und hier kriegen sie auch ein bisschen Sachen zusammen. Vielleicht muss ich noch ein paar Betten bauen oder so. Wie gibt's denn jetzt hier? Immer noch zwei. Zwei gibt's. Was du tot bist. Was denn das? Verdammt. Was ist denn da? Wenn ich mal so kommen habe. Was kommt? Ganz größer. So, jetzt vergleichen wir, was die hier noch haben. Was best braucht ihr nicht? Blei braucht ihr, glaube ich, brauche ich, das brauche ich eher. Gummi, Holz, Gummi, Kork. Ja, Kork ist egal, wieder. Schaltkreise, noch 10. Stoff, 20 Liter. Ach Mann, das macht keinen Spaß. Den hier raus, die zehren und aufs Feuer damit. Perfekt. Ah, Moment, ich habe die Nummer von. Shit. Na komm. 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 Ach, Mensch. Da lag es doch schon in zwei. Ich hab's vergessen, den Knopf zu drücken. Wow. So. Müsste erstmal reichen. Und wenn hier noch ein paar kommen, dann haben wir noch vielleicht ein bisschen Wasser. Können wir es denn hier am Fluss anschließen? Ist hier auf dem Fluss? Ja. Das heißt, nur das normale Wasser steht uns zur Verfügung.
die Sau. Ja, 6 Leute. Ein paar Betten vielleicht. Sparsam sein. Und noch sieht noch aus. Okay, dann bin ich fertig hier. Müssen wir von hier aus laufen? Puh. Mein Gott. Bin ich immer penibel in diesen Sachen. Da muss ich immer akkurat arbeiten, ja. Mehr als 6 Leute will ich da auch nicht haben. Wenn, dann mache ich es aus, wenn es dann wirklich schon 6 sind oder 7. Ups! Bin ich kurz auf den PlayStation-Button gekommen. Ich erinnere mich an jemanden, der nach Jamaica Plain unterwegs war, um Schätze zu suchen. So, von hier aus können wir dann weiterlaufen. Sehen. Da lang. Das heißt, ich müsste hier erstmal die ganze Kack ausmachen. Was zeigt er denn jetzt da hinten an? Jetzt zeigt nicht, die brauchen jetzt auch noch Hilfe. Bitte nicht. Nee. Ach so, das ist ja noch die Quest abgeben. War ja ganz vergessen. Von hier nach da und von da nach hier. Quest da abgeben. Und dann rüber zu Preston. Preston sagte wieder, ach, 3 Siedlungen werden angegriffen. Jetzt auf einmal. Tja. Zwei Siedlungen werden angegriffen. Vergiss nicht, es gibt Kronkorken für Melonen. Die Dinger zu schleppen, Blake, ist harte Arbeit. Können wir jetzt aufhören, uns Gedanken wegen des Tributs an die Raider zu machen? War echt ein Kinderspiel, ihnen in den Arsch zu treten. Danke. Es ist gut zu wissen, dass wir auf euch zählen können, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ah, okay. Ich sag nicht hundertprozentig, dass ich noch zu Preston muss. Ja. Oh Gott. Ja, die sieht ja geil aus hier vorne. Die streut wahrscheinlich wie die Sau. Nahkampf.
sofortiger Tod. 5 Meter weiter, nur kleine Verletzung. Drücke die Schlagtaste, damit du schlagen kannst und damit du nochmal schlagen kannst, weil das ja nicht funktioniert. Der hängt hier immer rum. Scheint wirklich was zu werden. Ah, shit. Erinnerst du dich noch an die Siedlung, die um Hilfe gebeten hat? Ist alles wieder in bester Ordnung. Gut, so erobern wir das Commonwealth zurück. Ein kleiner Sieg nach dem anderen. Aber unsere Arbeit endet nie. Und genau dafür haben wir uns gemeldet. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar wurde jemand entführt. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Entführung. Bei mir? Da habe ich so viele scheiß Terminals, das kann überhaupt gar nicht entführt werden. Geht ja überhaupt gar nicht. Ist mir egal, ich laufe jetzt unten lang. Das geht ja gar nicht. Entführen. Genau, da will ich ja hin. Geht nicht. Da sind so viele Türme. Da ist sogar eine Todeskralle gekommen. Die haben die weggeballert. Das ging ratzfatz. Und da ist niemand ein Raketenwerfer. Da sind so viele Mini-Dinger, die knallen einfach tot. Wie kleine Wespen oder so. Ganze Siedlung. Leute, entdeckt und richtig schleichen, muss langsam und blablabla bewegen. Bla bla bla. Ich muss noch einen Punkt vergeben. Alter. Lade. Hier geben wir mal einen Punkt. Na komm. Ja, da unten habe ich das alles schon fertig. Dann habe ich eine Powerrüstung. Hoch 10. Was machen wir als nächstes? Das ist natürlich auch geil hier, das alles. Das ist natürlich auch nice. Ja, das wollte ich auch machen. Kannibalismus. Stärker Punkt rein, da wir sowieso alles schleppen, ist das schon eigentlich nicht schlecht. Oh, fuck. Hast du einen Geigerzähler? Soll das ein Witz sein? Pass auf, wo du hintrittst. Oh ja, ich weiß, seid ruhig. Mensch. Nix für, Mensch. Wenn hier einfach nur Minen rum sind, wieso ist hier alles wieder nass? Jetzt Nachricht gekriegt. Überall wo Wasser ist, heißt für mich immer Morki. Und Radioaktivität. Morki, Radioaktivität. Ja, es war vielen Dinger noch nicht. Wollen vielleicht nicht zu viel laufen. Wahrscheinlich die Aktionspunkte noch brauchen. Braucht die Pflanze.
Shit. Erstmal orientieren. Mal am Arsch lecken. Ich wusste es. Oh, was ist das? Ach ne. Ist noch so ein König-Ding dabei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist klar, ey, ist klar. Ich werde sterben. Der mutiert auch gleich nochmal. So, linker Arm mal wegschmeißen. Kommt wie kaputt, ey. Ja, das ist gut. Fuck. Ich bin gleich tot. Alter. Zwei Glück. Das war ja was. Wenn ich weiterhin so diese Kugeln finde, werde ich meinen ganzen Billardtisch hier zusammenbasteln hier. Wie wär's, wenn wir Deckung suchen? Mann, das ist böse. Ich hätte den Weg da nehmen sollen. Ja, das ist ja auch eigentlich die Autobahn mit gemeint. Ich muss nicht mehr durch. Scheiße. Ich hasse es, diese Kacke hier. Geht uns oft ja aus. Dann nehmen wir die. Okay. Eigentlich. Das ist genau der richtige Ort für eine Pause. Was ist das? Hier hängen nur die absolut coolsten rum. Gunner aus Quincy versuchen immer wieder, sich unsere Anzüge zu schnappen. Ich sag Sieg immer wieder, dass wir reingehen und alle ausschalten müssen. Alles Idioten. Duke. Was ist denn hier los? Haben sich eingerichtet.
Oh. Also, ich bin Rowdy. Und, ich hab da dieses Gedicht geschrieben. Du machst das sehr gut. Wie heißt das denn? Es heißt Eine Ode an meinen Hammer. Los geht's, Rowdy. Lol, was ist das hier? Eine Ode an meinen Hammer, so schwer und so gut. Tut mir leid, ich kann das nicht. Na, komm zurück, Rowdy. Kann mal jemand den Rekorder abstellen? Homecats, Powerrüstung. Könnte ich mir ja klauen, aber. Hey, Kollege, was glaubst du, wo du hier bist? Das ist Atomcat-Gebiet. Atomcat? Ja. Kennst du nicht? Die nee. Atomcats. Die coolste Power-Rüstungsgang im Commonwealth. Ah, jetzt weiß ich's. Du willst zu den Cats kommen, oder? Du siehst mir nicht wie ein totaler Lappen aus. Hm. Und du scheinst noch nie einen benutzt zu haben. Gar nicht schlecht, Kollege. Okay, okay. Ein Schritt näher Richtung Coolness. Wollen wir dein Können mal testen? Mein Mädchen Rowdy dürfte was für deine Teighaken haben. Sie verkauft auch Mods und Gestelle für Powerrüstung. Schau's dir gleich mal an, Kollege. Ah, okay. Sieg. Rowdy hat 1000 Projekte laufen. Da ist bestimmt was für dich dabei. Alles klar, auf der Andrea Doria? Kannst du mir helfen, hier einen Überblick zu bekommen? Kann ich? Ich sag dir, wer hier bei den Atomcats wichtig ist. Rowdy kümmert sich um Power-Rüstungsmods. Und sie ist die coolste Lady, die ich kenne. Hängt meistens in der Werkstatt rum. Blue Jay ist der Händler. Er kümmert sich um An- und Verkäufe, die nichts mit Power-Rüstungen zu tun haben. Mal sehen. Duke und Johnny D. halten die Augen nach Typen auf, die sich mit uns anlegen wollen. Ich bin fast fertig. Sieg ist der Boss. Er hat die Gruppe gegründet. Und ich sag dir, es gibt keinen cooleren Typen als Sieg. Und dann bin da noch ich, die neueste Atomcat, Roxy. Hast du dir alles gemerkt, Kollege? Alles klar, was soll's. Ja? Hi. Jemand, der so hip ist wie du, hat bestimmt die Kronkorken locker sitzen. Willst du sie ausgeben? Okay. Ja, ich schau's mir an. Guck mal, was du hast. Munition. Hm, hat sogar was da gute Sachen da. Aber nichts Episches. Das hat natürlich ein bisschen Geld ausgegeben, den kann ich dir nicht geben. Und die kann ich dir geben. Rowdy hat 1000 Projekte laufen. Da ist bestimmt was für das dich dabei. Das ist ja ziemlich cool. So ein friedliches Gebiet hier. Friedet. Ich hab dich mit Sieg plaudern sehen. Um was ging's? Legionär. Gibt es für mich was zu tun? Hier gibt's immer was zum Verbessern, Zerlegen oder Polieren. Wie's aussieht, denkt der Boss, dass eine Atomcat in dir steckt. Die alte Rowdy will checken, ob du das Zeug dazu hast, bei uns einzuziehen. Atom Dog wäre besser.
Also, was soll ich tun? Nichts, was ich nicht auch könnte. Du sollst diesen Schrotthaufen aufmöbeln. Ich habe es immer wieder aufgeschoben, nach Warwick zu schippern. Aber jetzt kannst du es erledigen. An dem Ding hier habe ich gearbeitet. Ein Teil des Pumpensystems in Warwick. Das Teil war verstopft, wie Sieg nach zu viel Dosen Crumb. Ich will, dass du zum Pumpenhaus gehst und alles installierst. Warwick? Warwick ist eine zur Farm umfunktionierte Kläranlage, östlich von hier. Die graben da den ganzen Tag in der Erde rum. Oh, und gib June Warwick Bescheid, wenn du fertig bist. Die Süße hat da das Sagen. Ich denke mal, sowieso muss ich dahin. Ja, das passt mir sehr gut. Oh Mist, bald ist wieder Poetry Slam und ich bin nicht vorbereitet. Lol. Rowdy. Willst du deine Powerrüstung aufmöbeln? Dann ja. Bist du hier richtig. Die Atom Cats haben die abgefahrensten Mods auf dieser Seite der Apokalypse. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot an. Was hast du denn? Hydraulikarmschiene für 25er, Sensor, Stimpumpe für 60er. Atomic Cat Speziallackierung, Alter, 7000 Euro aus Kronkorken. Hast du eine X? Hat sie nicht. Ich könnte ja die Rüstung da hinten klauen. Aber ich glaube, wenn die mich sehen, dann bin ich dran. Aber das könnte man ja versuchen. Du willst doch nicht etwa, dass ich diesen Müll durchwühle, oder? Ich probier's das. Probier einfach mal zu klauen. Speicher vorher ab. Und dann klauen wir die Rüstung, wenn der sich mal hier noch wegbewegt. Hallo. Um die Haare so hinzukriegen, braucht man viel Arbeit und Fleiß, Kollege. Hau ab, Mann, ich will das Ding klauen. Oh Mann, geh doch weg, ey. Junge, ich muss das Ding hier klauen. Da bleibt er jetzt extra stehen. Verfolgt er mich gerade? Hihi. Meins. Richtig geil. Ja. Schauen wir mal, ob die was sagen. Das hat mich ja keiner erwischt. Ich bin gespannt, ob die jetzt auf mich schießen. Du trägst die Platten mit Stil, Kollege. Ha! Also nicht. Installier einfach das Ding in Warwick. Denk dran, das ist ein Test. Also klauen kann man es ohne Hindernis. Wie sehe ich aus? Hey, wir haben keinen Kopf. Ist doch kacke. Aber ich wette mit euch, dass man sich das verdienen kann. Wenn man dann Mitglied ist. Deswegen lade ich jetzt nochmal, weil das ist ja blöd. Das ist wahrscheinlich auch die. Wie heißt's? Belohnung.
Und ja. Klauen geht immer. Später kann ich es immer noch klauen. Zurzeit brauche ich sowieso keine Power-Rüstung. Genug rumliegen. Ich brauchte eine X1 oder eine X2. Das wäre geiler. Na gut. Dann machen wir es auch. An der Straße entlang, an der Straße entlang. Das scheiß Wasser da jetzt gehen, da hinten hin ist mir ein bisschen blöd. Ja, weiter so lang oder nach links. Oh, bin ich voll fertig, ja. Voll auf Crack, ich habe zu viel geschmissen. Das ist nicht gut, hier springt wahrscheinlich irgendwas raus. Das scheint irgendwie ein Feindesgebiet zu sein. Würde mich wundern, wenn das befriedet ist, wie das da hinten. Raider. Oh, Leggy. Wieso kann ich die nicht markieren? Wo sind die denn? Da ist Bewegung. Aber irgendwo da drin ist so ein Legi-Raider. Ein Kampf und sogar auch. So, das reicht. Wir gehen weiter. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Wow, wow. Dein Arsch gehört mir! Penner! Reicht so, dass ich euch jetzt sehe. Waffe. Ah, hat sie sich noch rausgefunden. Also, Fleisch? Hast du was Brauchbares gefunden? Ah, ein bisschen Fleisch. Ah, tatsächlich. Und was verfolgt uns? Eine Todeskralle vielleicht. Oh nein, ich Idiot, hab nicht auf die Dingsanzeige geguckt, dass sie mich erwischt haben. Oh nein. Naja. Hm.
Das ist so schön mit Powerrüstung. Da kann man... Ach nee. Da kann man immer schön nicht drauf achten, da er selber ins Teambett knallt. Naja, wir gehen jetzt weiter einfach. Erstmal. Den Punkt nur kriegen und dann einfach weiter erstmal. Blöd. Wieso denn? Wieso wollt ihr mich denn jetzt auf einmal wieder verfolgen? So Schwachsinn. Wow, wow. Hörst du das? Hast dich, du Bastard! Ja, ich hab den Hund nicht gesehen. Da ist doch einer. Jetzt rasten die wieder alle aus hier. Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Ja, auch mehr Fleisch. Kommt mir vor, als hätte ich den Laufpass gekriegt. Wahrscheinlich stürmen sie alle runter. Sieht jedenfalls so aus. Raketenwerfer, ey. Ja, Fatman. Einmal rein. Können wir Arsch lecken, ey, ganz ehrlich. Geh doch mal weiter. Wenn die mich verfolgen wollen, dann sollen sie verfolgen. Dann sollen sie da runter. Warte. Ja, ja. Raider, Ghule. Hinter dir. Witziger gleich. Aus wie eine Festung hier, ne? Was irgendwie voll befestigt.
Mal gucken, was hier so abgeht. Alle wollen was von meinem Angebot haben. Bin nur ein Tagelöhner, der seinen Job macht. Viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Na, nice. Entschuldigung. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Bist du neu hier? Und du? Könnte man so sagen. Und du? Hast du hier schon immer gelebt? Ja, ich bin ein echter Commonwealth-Junge. Meine Familie kommt ursprünglich aus Danvers. Meine Frau und ich haben all das hier vor rund 12 Jahren aufgebaut. Ja, ich weiß schon, was du dir jetzt denkst. Wer errichtet denn bitte eine Farm in so einer Gegend? Ist zwar nicht sonderlich imposant und dann der Geruch, aber das ist es ja. Weißt du, das hier war früher mal eine Kläranlage. Der fruchtbarste Boden des Commonwealth befindet sich direkt unter unseren Füßen. Hm. Was baut ihr hier an? Im Moment haben wir Mutterbeeren und Potatoes. Das Gemüse, das wir anbauen, wächst so gut, dass wir kaum noch hinterherkommen. Solange wir hier nicht mehr Leute sind, werde ich mein Angebot wohl nicht erweitern. Ich muss zugeben, dass ich mich glücklich schätzen kann, mich überhaupt mit dir unterhalten zu können. Vor einer Weile hatten wir es echt übel. Ein paar Supermutanten haben uns angegriffen und die gesamte Ernte verwüstet. Früher hätten uns die Minutemen geholfen, aber die haben derzeit wohl genug damit zu tun, sich zu streiten. Also waren wir auf uns allein gestellt und wären allesamt fast verhungert. Kein Mann sollte seine Frau und seine Kinder leiden sehen müssen. Weißt du, was ich meine? Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die Minutemen sind wieder da. Und wir werden euch nicht nochmal im Stich lassen. Wenn das wahr ist, dann höre ich das nur zu gerne. Weil wir noch immer Hilfe brauchen. Diese Supermutanten sind noch immer irgendwo da draußen. Und sie könnten jederzeit wieder hier auftauchen. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wenn du sie aufhältst, könnten...